Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr am besten für das heutige Frosty Frenzy Tournament euch vorbereiten könnt, aufwärmen könnt und was ihr noch vorher trainieren könnt, um dann am besten im Frosty Frenzy Cup zu placen. Ich hatte gestern ja auch schon ein Video dazu hochgeladen, wo ich euch die besten Strategies für den Cup selbst erklärt habe. Checkt das also gerne aus. Und wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos mehr auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr natürlich gerne hier ein Abo da lassen. Außerdem schaut natürlich auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Dort werde ich auch heute wieder live sein. Wahrscheinlich so ab 10 Uhr und dann werden wir den ganzen Tag Frosty Frenzy zocken und tragt natürlich auch gerne mein Creator Code TheAlcraft im Item Shop ein. Als erstes sollte man natürlich ein vernünftiges Warm-up haben, das heißt, geht nicht erst um 11 Uhr direkt ins Game rein, bevor ihr euch irgendwie eben halt vorher warmt habt. Ich hatte auch schon ein ausführliches Video dazu hochgeladen, wie man sich am besten warmt, werde ich euch ebenfalls einmal in der Infokarte verlinken. Dort hatte ich euch erklärt, was man für A-Maps benutzen kann, Edit-Maps und so weiter. Denn wenn ihr eben halt nicht diese Maps macht, dann werdet ihr im Tournament die ersten Runden eben halt euch erstmal aufwärmen müssen. Das heißt, es ist auch besser, wenn ihr vielleicht erst um 11 Uhr wirklich zocken könnt. Das startet einfach eine halbe Stunde late rein. Ist oder so gar keine so schlechte Idee, aber dann habt ihr eben halt vorher noch eine halbe Stunde, um euch ein bisschen zu warmen, ein bisschen Edits, ein bisschen Aim zu warmen und dann werdet ihr, glaube ich, deutlich besser in den weiteren Runden spielen. Und generell könnt ihr auch einfach den Cup late starten. Ich glaube, 10 bis 20 Minuten Warm-up ist so eigentlich die beste Zeit, die man nehmen kann, denn ansonsten hat man eben halt wirklich zu wenig Zeit für die 6 Runden in den 2 Stunden, aber dadurch wird man auf jeden Fall am Anfang schon mal eine Bot-Lobby erwischen und dadurch hat man natürlich schon bessere Chancen. Wenn man nach dem Warm-Up noch ein bisschen Zeit hat, dann hat man eben halt nicht wirklich viel Zeit, um noch viel Scrims, Arena oder ähnliches zu zocken, deshalb geht es eher um andere Sachen, die man practicen kann und da kann ich euch zum Beispiel empfehlen, dass ihr eure Endgame-Rotations im Creative einfach trainiert, das heißt, derjenige, der IGL in eurem Trio ist, der da tapen muss, der kann ein bisschen tapen üben, dann versucht zusammen Shockwaves zu üben, das ist auch extrem wichtig, dass ihr dort immer schön zusammen landet, haben wir beispielsweise gestern auch schon gemacht, dass wir das einfach gepracticed haben, dass wir da mit gut drin sind, sowohl natürlich mit der reinen Shockwave Rotation, als auch natürlich mit der Shockwave Bouncer Rotation, das ist wirklich extrem wichtig, wenn ihr das könnt, ansonsten auch immer noch sehr praktisch, falls ihr gestern vielleicht Streams gespielt habt, geht nochmal ins Wort Review, schaut euch an, was ihr vielleicht falsch gemacht habt, dann wisst ihr auf jeden Fall das Ganze für den Cup und schaut euch vielleicht nochmal genauer euren Landing Spot an, dass ihr dort vielleicht ein bisschen eure Loot Route immer nochmal optimieren könnt, dass ihr immer nicht so viel Zeit dafür braucht und ihr könnt euch vielleicht auch nochmal anschauen, wie vielleicht auf dem Middle East die ersten Runden gespielt wurden. Dafür am besten natürlich einfach hier die Region auf Middle East wechseln, beziehungsweise mittlerweile müsste, glaube ich, auch schon andere Regionen dann irgendwann kommen. Aber da könnt ihr euch auf jeden Fall dann auch nochmal dran orientieren, weil hier natürlich schon ein paar Cups stattgefunden haben und da könnt ihr euch so ungefähr orientieren, wie viele Punkte ihr braucht, wie man so ungefähr spielen muss und das ist auf jeden Fall auch ganz praktisch, wenn man das immer so ein bisschen im Hinterkopf hat, wie so ungefähr die Spielweise von anderen Spielern eben halt ist, die das bereits schon gespielt haben. Wenn ihr im Tournament dann drin seid und vor allen Dingen zwischen den Tournaments seid, also wenn ihr beispielsweise dann auch das Finale spielt, wo ihr wirklich im Prinzip den ganzen Tag dann durchspielen müsst, dann nehmt euch eben mal diese 30 Minuten, die ihr vielleicht habt zwischen den einzelnen Tournaments, dass ihr euch dort mal einmal von dem PC wegbewegt, keine Runde dieser Zeit zockt, sondern vielleicht einfach mal, wie gesagt, ein bisschen im Haus einfach rumlaufen und ein bisschen was anderes machen, damit ihr einen klaren Kopf bekommt und ansonsten geht ihr mal vielleicht Strategien für die nächste Runde dann durch, macht vielleicht noch ein Wort-Review, aber ich hätte euch wirklich nicht empfohlen, dann noch eine Runde zu spielen. Ansonsten, wenn ihr natürlich die lange Zeit zwischen den Tournaments habt, das heißt, ihr euch nicht qualified habt fürs Finale, dann könnt ihr natürlich das gleiche einmal kurz nach dem ersten Tournament machen und vielleicht kurz vor dem zweiten Tournament machen und dazwischen dann eben halt weiterhin Wort-Review machen, ein bisschen Arena-Scrims oder so spielen, je nachdem, was ihr mal wollt oder trainiert eben halt die Sachen, die ich euch eben gerade schon erklärt habe. Eine Sache, die in den letzten Tagen auch noch aufkam, ist, dass bei manchen der Frosty Frenzy Cup nicht angekündigt wurde, beziehungsweise nicht im Wettkampf-Tab steht. Kann sein, dass es nur ein Bug ist, dass man da eben halt wirklich, wenn das erst dann startet, dass man das dann sehen kann. Aber ansonsten, falls das nicht geben sollte, dann kann es eigentlich nur ein Bug sein. Die offiziellen Regeln besagen nämlich, dass das nicht plattform-based ist. Das heißt, es kann jeder mit jedem spielen, egal ob ihr Konsole seid, PS4, Xbox oder ob ihr PC seid. Es können alle miteinander eigentlich diesen Cup spielen und es müsste rein theoretisch funktionieren. Und eine ganz wichtige weitere Sache ist auch noch, dass der Cup region locked ist. Das heißt, wir dürfen nur auf einer Region zocken. Dazu weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob es zählt, wenn man hier die erste Runde beispielsweise auf Middle East spielt. Die zweite Runde, die dann eben halt auf EU heute Abend stattfindet, wenn man die dann spielt, ob das auch dazu zählt. Aber ansonsten seid einfach auf der sicheren Seite, dass ihr nur auf Europa spielt, weil ansonsten könnte nämlich euer Account relativ schnell für 14 Tage gebannt werden, wenn ihr eben halt auf mehr
mehreren Regionen gleichzeitig den Cup zockt. Das heißt, bleibt einfach auf einer Region und dann seid ihr komplett fein damit und lohnt sich jetzt auch nicht so wirklich auf andere Regionen zu spielen. Also wie gesagt, stayt einfach auf eurer eigenen Region und dann wünsche ich natürlich jedem, der diesen Cup heute zockt, sehr, sehr viel Glück dabei und dann hoffe ich, sehen wir uns nachher im Stream oder morgen im Video wieder. Bis dahin, ciao.